Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns ein neues Video an. Und zwar hat mir der Rico ein Set zukommen lassen. In diesem Set erreicht er den Legendenrang in Season 10 und zwar mit diesem Team hier. Zubiris Doppelfee. Mit Asu und Vulnona denke ich ziemlich stark. So ein paar Informationen habe ich zu dem Team. Und das Gameplay, da gucken wir jetzt zusammen rein. Ich denke, es ist ziemlich stark. Heute ausnahmsweise mal wieder im Hochformat. Ich habe es nicht geschafft, das Ganze zu drehen. Deshalb schauen wir uns das einfach mal so an. Die Informationen, die ich habe, man muss mit Zubiris so ein bisschen drinnen bleiben und dann eine Attacke abfangen. Asu bietet sich am besten an, denn Vulnona mit Charme möchte man zum Schluss haben, um den Sack zuzumachen. Und das Ding hat so viele Pokémon, wo das einfach komplett gewallt wird. Was willst du mit einem Vulnona gegen Boltorus machen? Da kann so ein Asu zum Beispiel viel, viel mehr anrichten. Hier erstmal schön Energie holen, immer overfarmen. Ah, das ist natürlich ein schwieriges Matchup, ne? Die Giftattacken sind bei der kompletten Backline sehr effektiv. Die Frage ist, ob hier der Köder ist. Okay, Köder zu schilden ist doof, aber es hat eine 50-50 Chance, ne? Was soll man da machen? Weil Reiser ist am Start. Dieser Community Day, der tat Rico, glaube ich, ganz gut. Das Ding, das ist... Ja, doch, die Backline hat Bock drauf, ne? Asu ist jetzt nicht so schlecht dagegen und Vulnona mit Charme ebenfalls sehr, sehr gut unterwegs. Hier schön die Eisattacke abgefangen. Zwar mit einem Sekundenverzug, aber ist in Ordnung. Die nimmt man hier erstmal mit. Schön abgefangen, schöner Catch. Mit Charme hier einfach reinrasieren. Und das sieht super aus. Man muss sich nur vor Erdbeben fürchten. Aus. Warte mal, Zauberschein? Okay, krass. Zauberschein auf Vulnona. Einfach für den Überraschungsmoment. Denn normalerweise spielt man das, glaube ich, mit Psyschub. Oder Psyschub. Ne, doch, Psyschub ist das, glaube ich, ne? Weil man da viel weniger Energie für benötigt. Von daher, aber so ist, denke ich mal, auch ganz geil. Einfach runterfarmen und das gelingt perfekt. Hier den Zauberschein ready zu haben, kann, denke ich, ganz wichtig werden. Wenn wohl Nidoqueen wieder reinkommt, ich wollte wohl Nona sagen. Erstmal einen Charme raushauen, um zu gucken, um zu scouten, was kommt. Denn mir ist das selber schon sehr, sehr häufig passiert, dass man die Attacke ins falsche Pokémon drückt. Und du bist kurz vorm nächsten. Das heißt, wenn er hier schildert, ja, solltest du den nächsten... Ah, es war ein Gleichstand, okay. Alles klar, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Vulnona überlebt das hier leider nicht mehr. Und selbst wenn, die anderen Pokémon sehen da sehr, sehr gut aus. Alles klar, Zubiris Energie holen ist, denke ich, möglich. Und mit Asu sich schon mal Energie anzutanken ebenfalls. Die Frage ist, was das letzte Pokémon vom Gegner ist. Und okay, das sieht super aus. Das sieht super aus. Der weckt der... Ja, der, okay. Was will er machen? Sehr schön, den ersten auf jeden Fall nach Hause geholt. Geil ist... Doch, das Team ist schon cool. Ich habe es bis jetzt zweimal ausprobiert. Beim ersten Mal bin ich 4-1 gegangen und beim zweiten Mal 2-3. Ich denke, dass das einfach Übungssache ist. Der Rico hatte mir mal erzählt, der spielt das schon zig Seasons, von daher ist da die Routine einfach drin. Wenn man konstant immer wieder das gleiche Team spielt, man lernt die ganzen Matchups und wenn da neue Pokémon wie Valreiser dazukommen, muss man sich eigentlich nur diese Matchups ebenfalls einprägen. Und wenn man das drin hat, dann passt das. Dann ist auch so eine neue Meta-Änderung überhaupt kein Thema. Nidoqueen ist sehr, sehr häufig hier oben. Schlurp. Schlurp ist ein geiler Safe-Switch. Ist auch ein generell geiles Pokémon. Ich liebe das Ding. Das ist wirklich cool. Hier ein bisschen Energie. Ja, doch, das passt. Hier ein bisschen Vorarbeit leisten. Und dann versuchen, eine Attacke abzufangen. Das Problem an der ganzen Sache... Oh, okay, du gehst hier raus. Interessant. Ja gut, mit Vulnona hast du weniger Play gegen Nidoqueen. Und ich sage am Anfang noch, in der Regel geht man immer in Asu als Safe. Aber so von den Matchups her, ja, okay. Vulnona ruhig wegschmeißen, wenn man... Ja, Asu ist besser gegen Nido. Einfach wegen dem Charme. Mit Pulverschnee würde das Ganze ganz anders aussehen. Aber das, so ist das Prinzip von dem Team. Deswegen geht das hier erstmal. Ich denke, der Wechsel... Ja, ich weiß nicht, wie wichtig der Wechsel ist. Man könnte hier... klassischer Lag. Klassischer Lag. Ja, moin, Meister. Moin Meister, gönn dir. Ich würde kaputt gehen in solchen Szenarien hier, wenn man kurz davor ist, Legende zu erreichen, noch solche Probleme zu haben. Guter Wechsel vom Gegner, einfach für den Snipe. Versuchen, den Rico hier so zu erwischen, dass man das Vulnona wegklatscht. Gut, dass das vernünftige IV hat, dass das hier nochmal eine Attacke überlebt. Das war sehr, sehr wichtig. Und ich denke, ja genau, Zubiris ist hier auf jeden Fall der Way to go. Man muss da noch ein bisschen Vorarbeit leisten. So den, naja, also so in den Ring zu schmeißen, ist schwierig. Die Frage ist, ob das hier wieder ein Köder ist. Ich würde, glaube ich, schilden, ne?
Ah, und schon wieder. Okay. Ich hätte nicht geschildert, ne, an deiner Stelle. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, aber nein. Ich schilde keine Köder, ich bitte euch. Ist halt wie immer so eine 50-50-Chance, ne? Entweder gelingt es dir, den Köder zu riechen oder nicht. Hast du halt Pech gehabt. Wichtig wäre hier nochmal die nächste Attacke zu erreichen. Und der Gegner steht kurz still. Okay, Gleichstände gewinnt man eigentlich. Und das sieht super aus, bitte. Das reicht nie im Leben aus. Die Frage ist, ob Preko jetzt rauswechselt oder drin bleibt. Was könnte das letzte Pokémon sein? Oh, schon wieder. Alles klar, geile Kombination. Und Asu hinten sieht schon wieder super aus. Man darf aber das mit Iro-Kicks nicht unterschätzen. Das Ding durchgehend mit Konter, das steigert sich gut hoch. Na, irgendwann macht das Damage. Hier ist einfach die Vorarbeit. Und jetzt wird Rico höchstwahrscheinlich overfarmen, damit er hier mit 100 Energie rausgeht. Oder auch nicht, okay. Spannend. Wie viel Energie und Leben hat Schlurp noch? Muss man da Angst haben vor einer Blattgeißel? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich hätte mir hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr geholt, aber was weiß ich schon. Guckt euch das hier an. Ich denke, ein anderes Legend-Set gibt es hier auf diesem Kanal nicht in dieser Season. Mal gucken, aktuell sieht es noch nicht so aus. Aber ich gebe selbstverständlich nicht auf. Okay, Runterfarmen ist auf jeden Fall drin. Das ist hart. Wenn du das überlebst, rauswechseln wegen den Debuffs, sonst wird runtergeschleckt. Komm raus, 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 perfekt. Er macht das gleiche und hier nochmal schön mit nicht effektiven Attacken runterfarmen. Das war Gold wert. Zack, runterfarmen und das war's. Sehr gut, sehr gut. Also die ersten zwei Kämpfe hier haben mir bis jetzt mega gut gefallen. Ihr seht, das Video geht jetzt 18 Minuten noch was. Ich glaube beide, das sind zwei Videos, die er mir geschickt hat, die habe ich zusammengepackt. Und insgesamt war das eine Videodauer von 27 Minuten. Das heißt, ihr könnt euch ja einfach ausrechnen, wie viel Wartezeit hier oben kurz vor Legend herrschen. Ja, das ist natürlich echt mies. Zumal, ich weiß gar nicht, ob die normale Superliga im Vergleich vom Sinnoh Cup irgendwie unbeliebter oder unattraktiver ist. Ich bin mir da nicht sicher. Scheinbar muss man hier doch ein wenig warten. Aber die Zeit kann man natürlich einfach kurz mit Quatschen überbrücken. Starkes Team. Starkes Team. Und ich glaube, du hast damit schon öfters Legende erreicht, ne? Ich meine ja, du solltest damit schon letzte Season? Ich glaube ja. Ich denke, du hattest... Ja doch, das war auch der gleiche Zeitraum, ne? Hattest du geschrieben? Das ist spannend. Immer in der zweiten Rotation hier nochmal durchstarten. Ich bin gespannt. Hyperliga wird mega interessant. Da habe ich echt Bock drauf mit Valreiser. Führung ist gar nicht so schlecht. Man gewinnt CMP. Wichtig wäre... Für andere mal zu sehen, wie du das hier ausspielst. Gehst du bei 7 drauf, um den CMP beim Erdbeben zu gewinnen? Oder möchtest... Okay, er hat nicht mal eingesetzt. Schade. Oder willst du versuchen, die Attacke durchzubekommen? CMP Charge Move Priority. Das heißt, der mehr Angriff hat, darf zuerst angreifen. Und Zubiris gewinnt den deswegen. Alles klar. Ich würde, denke ich, ja ebenfalls reinschilden, weil so ein Erdbeben würde übel schmerzen. Da kommt natürlich der Köder. Was auch sonst. Immer frisst man Köder. Das ist nervig, ne? Aber du bist echt, du wirst häufig geködert, wenn ich mir das Video hier angucke. Und ja, ich würde aber auch, ich hätte die ganzen Köder ebenfalls geschildert. Es gibt hier oben eh wenig Spielraum, um zu pokern. Das heißt, ich würde eher zu einem Schild greifen, als wenn ich überlegen würde, dass das eine schlechte Attacke ist. Hier würde ich auch, ja genau, und der nächste. Alles klar. Ich hätte mich hier aber tatsächlich auch echt ködern lassen, die ganze Runde. Wenn er das schildert, wirst du wahrscheinlich eine Attacke abfangen müssen. Raus und Zubiris am Leben erhalten ist, denke ich, der Play, oder? Oder bleibt man hier drin? Ja, raus in Asu, perfekt. Schön abgefangen, sehr, sehr schön abgefangen. So ein Erdbeben auf XL Asu macht nicht mal die Hälfte. Von daher sieht er schon super aus. Ja, das ist halt nothing, ne? Das ist ein Erdbeben. Und genau für solche Fälle hast du wahrscheinlich den Eisstrahl drauf. Play war fürs Mirror Match, den erreichst du hier perfekt. Ding raushauen, ja, Bisaflor kann never ever runterfarmen, aber sich ordentlich Energie holen. Wenn das Ding hier landet, ja, ist das eine gute, ja doch, das sieht nicht schlecht aus. Das Problem an der Sache, du kriegst es mit Zubiris nicht runtergefarmt. Ah, und allzu viel Energie hattest du, glaube ich, auch nicht mehr. Das heißt, du frisst da wahrscheinlich auch eine Flora-Statue, wenn du nicht versuchst, die irgendwie auf Vulnona abzufangen. Ich denke, dass das hier sehr, sehr schwer aussieht für dich. Denn er hat genau ordentlich Energie, eine blinde Attacke.
Oh, wenn man jetzt irgendwie einen Panzer Eron gehabt hätte oder sonst was und man da die Flora-Statue einfach reingeholt hätte, wäre heftig. Problem, ich glaube nicht, dass du runterfahren kannst. Oder? Frisst du noch eine Attacke? Okay, das habe ich mir leider gedacht und das habe ich befürchtet. Schade, dass du hier nochmal eine Attacke kriegst. Hoffentlich nur die Flora-Statue. Bitte. Ich meine, das drückt trotzdem ordentlich Schaden und je nachdem, was das letzte Ding ist, sieht schwer aus. Ja, okay, da kannst du raus. Zeit sparen und raus. Panzer Eron selber hinten zu haben, ist schon stark. Ich hatte jetzt auch einige Teams mit Panzer Eron hinten. Gefiel mir auch sehr, sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe viel ausprobiert in der letzten Zeit. Sehr, sehr viel. Das meiste habt ihr so in den Videos gar nicht gesehen. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier drin. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Lichtkanone macht ein bisschen Schaden auf jeden Fall. Aber guckt euch mal den Schaden von Dunkelklaue an. Zubiris teilt einfach ordentlich Schaden aus. Der Schmarotzer ist hier auch nochmal neutral. Und das Registil macht mit den Sofortattacken nichts. Und mit der härteren Ladeattacke Fokusstoß ebenfalls nichts. Das heißt, man kann hier immer nur mit Lichtkanonen rechnen. Um das zu wissen, ist gar nicht so schlecht. Wenn man dann nochmal die Möglichkeit hat, eventuell sowas abzufangen, jetzt natürlich nicht bei der Backline, aber generell sowas abzufangen, wäre schon nicht verkehrt. So eine Lichtkanone auf irgendwas abzufangen, wo das nichts macht, ist schon praktisch. Aber so? Overfarm ist hier natürlich wieder der Key, denke ich. Immer mehr Energie holen, als man braucht. Jetzt ist schwer, ne? Ich würde wahrscheinlich hier nochmal reinschilden, weil mir Zubiris viel zu wichtig wäre, um das draufgehen zu lassen. Also wenn ich jetzt mal so dein Gameplay hier noch sehe, dann schaut das für mich so aus, als ob du versuchst, mit Zubiris erstmal selber zu schilden, um dann direkt die Schilde von den Gegnern zu bekommen, weil es höchstwahrscheinlich ist, dass die anderen beiden im Null-Schild-Szenario ordentlich rasieren können. Hier den Eisstrahl abfangen. Das wird, glaube ich, der Play. Eisstrahl oder Knuddler abfangen. Jetzt zack, nicht mal auf den CMP, direkt rüber, perfekt. So ist wichtig. Zubiris mit ordentlich Energie und raus. Das hier ist höchstwahrscheinlich ein Knuddler und das passt. Ja, easy going, dafür hast du deinen eigenen Knuddler drauf. Wenn er jetzt hier drin bleibt, sieht das vielleicht so aus, als hätte die andere Fee, die du mit hast, auch nochmal Play. Ich bin gespannt, was da auf uns wartet, ey. Ich bin da echt gespannt. Ich denke aber, dass ich so das Prinzip... Wieso sind denn die Blubber hier so ein bisschen asynchron? Egal. Ich glaube, das Prinzip habe ich so ein bisschen durchblickt. Schilde ziehen, weil Aso im Null-Schild-Szenario oft gute Karten hat durch den Balk und Vulnona mit Charm und Ladeattacken sieht auch super aus. Von daher denke ich, dass ich das verstanden habe. Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Auch generell würde ich mich über euer Feedback freuen und natürlich auch die Glückwünsche zu seinem Erreichen von seinem Ziel her auf jeden Fall würde mich freuen. Naja, sind wir mal ehrlich, ne? Den Kampf hast du eh in der Tasche. Einfach runterfarmen lassen, so gut es geht, und damit wohl nur noch rein. Oder direkt raus, aber dann frisst du drüben eine Attacke. Einfach hier drin bleiben, lass ihn mal sich Energie holen. Gleich kommt eh ein Schmarotzer von ihm. Kurz bevor du den Knuddler hast, ja genau, ist der Schmarotzer. Dann kannst du gucken, du hast drüben noch massenhaft Energie, ob du mit deinem eigenen reinkommst. Oder mit Vulnona. An sich sieht das super aus. Ein Charme Vorarbeit mit den eigenen Schmarotzer, die man hat, sieht super aus. Das hier ist echt gut. Und wie ich das schon mitbekommen habe, du hast mir die Screenshots geschickt, die konnte ich leider nicht verwenden. Er hat hier einen Zubiris mit, ich glaube, 15 Angriffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das wiederum bedeutet, Gleichstände gewinnt er fast alle. Die meisten Gegner werden Zubiris haben, da es PvP optimiert ist. Wenig Angriff, viel Verteidigung, viel Verteidigung, viel KP. Das heißt, die verlieren die Gleichstände gegen andere Zubiris mit hohen Angriff, so wie seins hier. Und das ist für so ein Team gar nicht so verkehrt, wenn man da Gleichstände gegen andere Pokémon gewinnt. Das ist sehr, sehr praktisch. Hydropumpe steckt man auch weg, kennt man aus der Vulnona-Sicht, die habe ich auch schon ordentlich gehabt. Zack, der nächste Win. Okay, du stehst jetzt 3:1. Ja, das ist geil, ey. Das Team gefällt mir. Das ist natürlich wieder alles Routine, ne? Wenn man sich mit allem eingespielt hat und einfach jedes Matchup drauf hat, dann sieht es super aus. Der letzte Kampf, da würde mir schon wieder ordentlich die Pumpe gehen, weil ich mir denke, okay, ich will es jetzt schaffen, so wie... Ich glaube, letzte Season bei mir, ich bin bei 2898 gelandet, wo ich mir dann dachte, nein, der kommt schon 2 Punkte einfach mehr und ich wäre Legende geworden. Hier kommt schon wieder die Pumpe. Bubum, bubum, bubum. Ich muss es schaffen. Bubum. Ah, schwierig, ja. Ach, das ist natürlich immer so ein Dings, ey. Das ist jedes Season bei mir aufs Neue. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Nervosität kommt immer wieder. Die ist nie weg.
Jedes Mal, wenn es Richtung Legend geht, die kommt dann, die ist wieder am Start, die ist voll am dabei. Die ist voll dabei, du bist voll konzentriert, du gibst alles. Dann kommen die Server und das ist eine schwierige Kiste aktuell. Deswegen an alle, die es geschafft haben, schon in der Season den Wunschrang zu erreichen oder auch wie hier den Legendenrang zu erreichen. Echt, meinen dicken Respekt und herzlichen Glückwunsch. Das ist schon eine starke Leistung, wenn man einfach bedenkt, wie viel Kleinstein Niantic uns hier in den Weg schmeißt. An manchen Tagen vielleicht sogar ein Geowatz, aber in der Regel, die machen uns das Leben schon schwer, sind wir mal ehrlich. Ja, das ist immer ein bisschen doof. So wie er das hier macht, das habe ich jetzt hier extra drin gelassen mit dem Schnitt, das mache ich auch, damit er gar nicht so weit nach unten sucht. Deswegen, ich warte mal ein bisschen, gehe dann irgendwann raus, denn ich habe keine Lust dann gegen Leute zu kämpfen, die 50, 60, 70 Punkte unter mir haben. Wenn ich gegen die verliere, verliert man automatisch sehr, sehr viele Punkte. Da hatte ich nie Bock drauf. Okay, Führung ist nicht so gut. Man hat zwei bessere Antworten. Man kann aber erstmal drin bleiben, denn hier eine Rückkehr zu landen, würde auch ordentlich Schaden machen. Deswegen immer wieder, ja okay, der Catch war versucht und irgendwie auch gelungen. Sah das nicht so aus, als ob der Gegner noch eine Sofortattacke länger drin blieb? Ist aber egal. Funktioniert, alles klar. Oh, okay, das gefällt mir. Das ist an sich schon sehr, sehr wichtig, das Nidoqueen herauszulocken, weil man mit Charm wohl nur noch wenig Bock hat, dagegen zu kämpfen. Das heißt hier, ja doch, hier den Konter rausholen, selber noch zum Eisstrahl kommen, eventuell genau, vielleicht sogar auf Hydropumpe aufbauen, damit man definitiv ein Schild bekommt. Aber ich rechne eigentlich sowieso mit einem Schild. Denn wenn man das landet, kann man ebenfalls schilden und einfach runterblubbern und das sieht, das will der Gegner natürlich nicht. Schildvorteil ist super. Bitte sei zu gierig, mein Freund. Zwei Schilde bekommen? Boah, das wär huge. Komm schon. Sag mir jetzt, du kriegst zwei Schilde oder einen Wechsel. Alles klar, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ist egal. Lass dich runterfarmen. Komm mit deinem Vulnona rein und das passt. Wechsel ist ready von dir gewesen. Vulnona und zack, was will er machen? Entweder hat er noch eine Antwort oder das war's an der Stelle. Und scheinbar war's das. Oh, sauber. Alles klar, der Wechsel in der Mitte war sehr, sehr wichtig, sich den zu holen. Ja, doch, das passt. Ah, herzlichen Glückwunsch, Digga. Freut mich auf jeden Fall. Jetzt macht's hier nicht so spannend. Zeig uns nochmal deine Belohnung. Machst du es vernünftig? Holst erst alles ab und dann... Fein, so ist richtig. So ist vernünftig. So auch so ein kleines Schildterus. Das als Shiny wäre doch spannend, ne? Das als Shiny. Und jetzt kam mir gerade so in den Kopf, wieso waren hier kein Pikachu, aber das kommt ja erst im nächsten Set. Dann war mein nächster Gedanke, ob Shiny ist oder nicht, aber wird wahrscheinlich kein Shiny sein, sonst hätte ich es in der Gruppe gesehen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns einfach morgen wieder, ganz entspannt mit normalem Gameplay, auch wieder im Querformat mit meinen ganzen Klamotten. Haut rein und ciao.